Hi und willkommen zurück zu Blood Moon, einem Mod für Vampire's Dawn 3. Wer es noch nicht weiß. Okay, wir wollen nach... Oh mein Gott, Mann, hier. Das Ding geht kaputt. Okay, wir wollen nach Edre. Aber Moment, hier ist ja noch was. Die Kirche. Da war doch ein Pentagramm und eine Kiste. Das war eine, du schaffst es. Die ist verschlossen. Moment, das habe ich gleich. In VD2. Gerade das Leid, Seelenstein. So geschafft. Die ist aber leider unbrauchbar geworden. Okay, die Axt ist mal besser. Ihr das, wenn die Katze euch anblinzelt, das ist dann ein Kuss. Müsst ihr es immer zurückmachen. Immer zurückblinzeln. Bla 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 bla. Ah, verdammt, ich wusste, dass es hier falsch ist und bin trotzdem hingegangen. War dumm. Ich frag mich, was Malik sein Plan mit dieser Höhle war. Die ist ja unter der Kirche. Zum Glück sind die hier nicht mehr. Ich überlege gerade, vielleicht hätte ich das ändern sollen, dass die alle in Bokoran sind. So, sind die denn eigentlich bei der Kirche? Mein Gott, wo bin ich denn hier? Oh, hier ist ja eine Kiste. Okay, ich hab mich verlaufen. Was wohl da rechts? Boah, ey. Nein. Wo muss ich denn lang? Ich hab bestimmt was übersehen. Ich versuch nochmal hier. Hier ist eine Sackgasse. Hier ist auch eine Sackgasse. Ne, doch nicht. Hier geht's doch lang. Mein Gott. Ich bin so doof. Fehler, den ich vor einer Zeit hatte. Man konnte diese Pentagramme benutzen, wenn man die Hauptstory aber noch nicht die Axt hat, dann hat es zu Verwirrungen geführt. Zum Glück hat das eine Testung gefunden. Ja, ich habe jetzt ausgestellt, dass es immer automatisch anlegt. Vielleicht war das doch keine gute Idee. Die ja gar nichts angelegt. Wenn man die Waffe denn, wenn man die Axt denn hat. Ich überlege gerade, ob ich das machen kann, dass das nur passiert, wenn sie die Axt hat, dass das dann automatisch anlegt und wenn Krallen dann nicht, aber
Mir fällt nichts ein, ob das das geht. Achso, ich mach das für jede einzelne Kralle im Spiel, aber... Dafür noch dann 20, 21 Mal für jede Axtversion. Ich kann mich nicht entscheiden. Vielleicht sollte ich das doch wieder machen, dass es automatisch anlegt. In Tyrannis gab es auch noch eine Kiste. Haben wir noch einen Dietrich? Ja, wir haben noch einen. Perfekt. Ach ja, die arme Stadt. Eigentlich soll es ab dem Zeitpunkt hier nicht mehr regnen, aber ich fand das schön. Ich liebte das Feeling von dem Dorf hier. Das war so Vampire. Natürlich im letzten Haus. Ja, man kann mit der Tag-Nacht cheaten, wenn man ständig rein und raus geht, dann ändert sich das immer. Ich habe keine Ahnung warum. Ich kann einfach vorspulen. Aha, da bist du ja. Los, Walner, mach deine Walner-Sachen. Yay. Schuppenrüstung, wieder Verband, Blutflasche. Okay. Auch nach Edirö, wo es glaube ich überhaupt keinen Waffenladen gibt. Solaris sein Dolch. Da-dam, 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 da-dam. Kein Dietrich mehr für den Schuppen da unten. Edirö. Ist das hier deine Stadt? Wahr. Asgard hat jeden getötet. Hier liegen immer noch die Leichen meiner Kameraden. Ich kann gar nicht hinsehen. Das tut mir leid. Wir können sofort wieder gehen. Nein, schon gut. Ich schaff das schon. Danke. Scheint aber, als hätten sich hier andere Vampire niedergelassen. Wir sollten in mein Versteck gehen. Okay. Bist du in Ordnung? Ja, das hier war mein Zimmer. Clea. Ja, hier hat sich nicht viel verändert. Das kenne ich noch. Muah. Ich habe es damals aus Klenna geborgen. Es ist mein Lieblingsbild. Die Künstlerin hat uns damals gefragt, wie wir so lange die Luft anhalten konnten. Ja, ich erinnere mich. Ha. Einige Dinge lassen wir sie hier. In Ordnung. Silber, komm zu mir. Hier schon, ja. Das war das Monster, das hier vorher gelebt hatte. Ja. Dickes, fettes Vieh. Ich frage mich immer, wie der Schnee in diese Höhlen kommt. Sicher haben das einige Monster verursacht. Ja, stimmt. Lecker. Boah, es ist dunkel hier. Hallo. Fledermäuse. Boom. Ein paar Seelen. Wenn wir schon mal hier sind.
Das ist eigentlich ganz cool, dass hier keine Lichtquellen sind. Ich habe oft in Höhlen welche gemacht, weil ich fand es wirklich schön. Ah, hier nicht mehr, okay. Oh, das dürfte man aber auch nicht sehen sollen. Ein paar habe ich wohl noch verpasst. Hallo, Fledermaus mit Fußabdrücke. Da mal im Kreis gelaufen. Max kann eine schöne Maps bauen. Nia. Krone der Macht. Ist ja nett. Lecker, lecker Blut. Okay. Ah, Level 15. Das heißt neue Ausrüstung. Ob ich mir die schon hole, weiß ich nicht. Wahrscheinlich erst ab Level 20. Mein Gott, wir haben doch jetzt schon alles voll Vampirstein, oder? Na. Oh, ein Geist, mal hier. Guck mal. Schwache Seele direkt. Und ein Lebensraum. Für dich war da. Okay, wir sind wieder draußen. Jetzt schauen wir doch mal, ob ein paar Vampire uns beitreten wollen. Die hier zum Beispiel. Oh, mit den anderen Charakteren im Spiel lässt sich auf vielfältige Weise interagieren. Reden. Erfahre, was die Person beschäftigt und lass sie dir von manchen eine Nebenaufgabe geben. Die Erfahrung der Nebenquests lohnt sich übrigens immer, auch wenn diese weit unter Elaine's Level sind. Bei Vampiren bekommst du oft die Chance, sie zu überzeugen, damit sie sich dir anschließen. Falls deine Überzeugung nicht gelingt, musst du einige Zeit warten, bis du es erneut versuchen kannst. Du kannst später eine Fähigkeit erlernen, womit deine Überzeugung immer gelingt. Auch gibt es aber Vampire, für die du erst etwas tun musst. Ein überzeugter Vampir steht direkt in Elaine's Zuflucht bereit und kann sich der Gruppe anschließen. Aussaugen. Vampire brauchen Blut. Indem du Menschen aussaugst, kannst du den Blutvorrat von Elaine und ihren Begleitern erhöhen. Wenn die Blutleiste oben leer ist, stirbt der Mensch. Dann sollte lieber niemand in der Nähe sein. Halte Enter gedrückt, um das Blutsaugen zu stoppen. Das Blutsaugen hat mir eklig gemacht. Bin ich sehr froh drüber. Ich habe, glaube ich, schon gesagt. Männer haben mehr Blut als Frauen und Frauen mehr als Kinder. Nach einer Weile regenerieren die Menschen ihr Blut wieder und du kannst sie erneut aussaugen. Später kannst du auch Fähigkeiten erlernen, die das Blut der Menschen erhöhen, sowie die Stärke des Blutsaugens. Vampire wiederum können nicht ausgesaugt werden. Umwandeln. Verwandle einen Mensch oder einen Vampir in Fehler oder einen nützlichen Gegenstand. Pass nur auf, dass dich niemand dabei sieht. Du kannst später eine Fähigkeit lernen, um fortzuerfahren, was dich die Person umwandeln lässt. Verwandle deinen Menschen in einen Vampir. Dieser steht sofort in Elaine's Zuflucht zur Verfügung. Auch hier musst du aufpassen, dass du nicht gesehen wirst.
Kann später eine Fähigkeit erlernen. Ja, Typ. Als Vampir der ersten Generation kann Elaine die Gedanken von jedem Vampir oder Menschen lesen. Oft kennen diese Geheimnisse, die der Gruppe weiterhelfen könnte. Damit beendest du die Interaktion mit dem jeweiligen NPC. Im Original war das witziger, aber passt irgendwie nicht zu Elaine. Ich hasse ihn. Ich auch. Vampirblut lieber nicht. Ich bin so wütend. Ich möchte Asghar die Augen persönlich herausreißen. Wer will das nicht? Das elende Schwein bleibt besser aus der Stadt. Die freien Vampire regieren jetzt hier. Frei? Ja, er hat uns hier zurückgelassen, weil er uns nutzlos findet. Das sieht ihm ähnlich. Wenn er zurückkommt, werden wir ihn gemeinsam zur Rechenschaft ziehen. Das solltet ihr euch lieber noch einmal überlegen. Er wird sterben. Beruhigt euch, er wird seine Strafe schon noch bekommen. Das hoffe ich. Wollt ihr euch uns nicht anschließen? Unser Ziel ist es, Asghar zu vernichten. Mit euch? Ha, das schaffe ich auch alleine. Mist. Hat nicht funktioniert. Meine Rache wird blutig sein. Geht schon. Gut. Was mit dir? Ah, ich liebe den Duft von Blut im Schnee. Einfach erfrischend. Das ist das Blut der Menschen und Vampire, die mir nahe standen. Oh, Elaine, tut mir leid, bitte tut mir nicht weh. Schon gut, ich wollte euch keine Angst machen. Wollt ihr euch uns nicht anschließen? Wir kämpfen dafür, die Welt von Asghar zu befreien. Was? Nein, lieber nicht. Ich bleibe hier. Ich sollte mir gleich etwas Blut aus der Taverne holen. Lasst mich bitte allein. Ha, so ein Pech. Ich habe diese Stadt fast allein erobert. Mit zwei äußerst gut aussehenden Vampirinnen an meiner Seite. Und alles hinter mir lichterloh brannte. Ja, ja. Diese Stadt war erst der Anfang. Wir werden noch so viele Städte erobern. Die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs sollen schon mal zittern, denn ihre Zeit läuft ab. Überheblichkeit kommt immer vor dem Fall, Kerl. Was willst du, Vibe? Mangelt es dir an Selbstbewusstsein? Was hast du denn schon geleistet? Red ruhig weiter, dann lernst du meine Krallen kennen. Ihr beiden solltet das Miststück mal züchtigen. So spricht man nicht mit einem großen Krieger wie mir. Da hat jemand große Lust, ein Blutgeist zu werden. Echt mal. Wenn ihr so ein großes Maul habt, dann stellt euch uns im Kampf. Ha, ich werde euch alle in den Tod schicken. Komm mal her. Nimm ich meine Axt. Bam. Also mit der Schaden macht. Nö. Du Lusche. Wie kann das sein? Das sollte euch eine Lehre sein. Und? Wollt ihr euch uns anschließen? Ich werde euch nie wieder beleidigen. Mein Schwert ist euers. So ein paar braucht noch mal aufs Maul. Zeit hast du einen. Yay, jetzt haben wir einen Krieger. Oh. Hier ist das Buch Vampir-Etikette. Das Etikette, die Quest haben wir noch nicht. Leer, du Drecki. Alt und dreckig. Vulgurus, Schrecken der Meere. Der Titel klingt schon sehr merkwürdig. Aber ich hab mir doch gedacht, da war doch jemand. Oh, ich kann es kaum erwarten, zu den gehobenen Vampiren zu gehören. Ich brauche dringend ein paar neue Kleider. Welche Farben sollen sie nochmal sein? Mist. Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Also besonders beschäftigt seht ihr nicht aus. Ich denke nach, wie ich meine Gegner mit noch mehr Eleganz töten kann. Warum sollte das eine Rolle spielen? Habt ihr das Buch Vampir-Etikette nicht gelesen? Das solltet ihr. Exemplar befindet sich hier im Haus. Und dort steht drin, wie man Gegner mit mehr Eleganz töten kann. Nun, dort steht drin, wie man ein gehobener Vampir wird.
Nachdem ich nun viele Schlachten geschlagen habe und noch immer nur eine Kriegerin bin, ist es Zeit, etwas Besseres zu werden. Und dieses Buch hilft mir dabei. Bäh. Ein Buch soll dabei helfen und dann viel Erfolg. Etwas mehr Etikette würde euch gut tun. Auch gut tun. Ja, die wird uns nicht joinen. Schließt euch uns doch an. Wir können jemanden wie euch gebrauchen. Nein, danke. Ich folge euch nur, wenn ihr gehobene Mapier geworden seid. Gut, wenn wir dich nicht vergessen, kommen wir dann zurück. Lass laufen, kleine Geschichte eines Genießers. Geschichten. Ich dachte eigentlich, das Buch wäre von der Kirche schon vor Jahren verbrannt worden. Hier hat wohl ein Exemplar überlebt. Nur wer ohne Sünde ist, tötet den ersten Menschen. Seltsame Geschichte. Die Tribute von Rabani. Eine Geschichte um eine Gruppe gläubiger Menschen, die in einer Kirche gegeneinander kämpfen, bis der Sieger am Ende das Weihwasser trinken darf, wem es gefällt. Na, 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 na. Knackfrisch auf dem Markt. Mein Leben als Bordellbesitzer. Hey, das ist mein Buch. Du schreibst Bücher. Eigentlich nur das hier. Und es ist ein Meisterwerk. Dunkle Schatten. Das kennen wir gut. Ida, an der Wand krabbeln schon die Maden. Ich brauche dringend ein paar Diener. Seid ihr hier, um aufzuräumen? Das wird auch Zeit. Sehen wir so aus, als würden wir hinter euch aufräumen wollen? Verflucht. Dann gibt es eigentlich nur Zerstörungszauber und keine Zauber, um Blutflecken zu entfernen. Wenn das euer einziges Problem ist, müsst ihr ein glückliches Leben führen, Magier. Nachdem diese Stadt nun uns gehört, müssen wir nur noch jemanden finden, der die ganze Unordnung beseitigt. Wir jedenfalls nicht. Ha, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Oder ihr schließt euch uns an, dann müsst ihr euch darum nicht mehr kümmern. Unser Versteck ist sauber. Schon gut, ich werde mir einfach jemand anderes suchen. Na gut. Rotröte am rötesten. Die Geschichte von Blugur der Barbarenklinge. Klingt mir zu brutal, davon habe ich schon genug im Leben. Behaltet euch den Namen, der könnte vielleicht mal wichtig werden, aber noch mehr erwähnt werden. Gut, lasst uns mal ein paar Quests sammeln. Nicht so Lust, Geheimnisse zu suchen. Ja. Wenn ich einmal die Anführerin geworden bin, wird sich einiges ändern. Na dann. Ah ja, der quasselt so viel. Na, wenn das nicht Elaine Frinja ist. Sie wäre eigentlich perfekt für meine Aufgabe. Dann geht mal her. Hey, ihr da. Seid ihr wirklich die, für die ich euch halte? Und wenn es so wäre? Ich habe gehört, euch wurden alle Kräfte geraubt. Stimmt das, Elaine? Seid ihr jetzt so schwach, wie man sagt? Seid ihr fertig mit eurem Gerede? Wir haben Edril jetzt eingenommen. Die Stadt gehört jetzt den freien Vampiren. Doch keine Sorge, wir hegen keinen Groll gegen euch, solange ihr keine Probleme macht. Wollt ihr noch irgendwas? Sonst sollten wir wirklich weitergehen, Elaine. Nein, wartet einen Augenblick. Ich habe etwas, bei dem ihr perfekt wärt. Ich denke nicht, dass wir dafür Zeit haben. Ich hätte eine wichtige Aufgabe für euch. Eine Aufgabe, die nur ihr erledigen könnt. Und warum glaubt ihr, dass wir an irgendwelchen Aufgaben interessiert sind? Weil die Bezahlung wirklich erstklassig ist. Ich habe hier einen Beutel. Dieser Beutel muss dringend ins Schloss fahren. Warum sollen nur wir für so eine Aufgabe geeignet sein? Nun, ich bin im Schloss nicht, nun ja, besonders gern gesehen. Aber ich habe Vampire dort, die dringend auf den Beutel warten. Ihr dürft den Beutel aber niemandem anderen zeigen oder geben. Wichtig ist nur, dass ihr den Beutel auf keinen Fall öffnet. Es wird der empfindliche Inhalt zerstört, so wie die Quest in VD1. Kommt mir bekannt vor. Na schön, geht den Beutel her, dann überbringen wir ihn. Sehr gut. Ihr seid wirklich genau die Richtigen hierfür. Bringt den Beutel zu Guts in Schloss Farin. Nur er darf den Beutel öffnen, verstanden? Und woher wollt ihr wissen, ob wir den Beutel überbracht haben? Ihr bekommt einen Zettel. Bringt ihn mir und ihr haltet eure Belohnung. Der Beutel hat einen Blutfleck und wiegt fast nichts. Ihr bekommt die Belohnung nur, wenn ihr den Beutel nicht öffnet. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Auf keinen Fall den Beutel öffnen, ansonsten wird das, was sich darin befindet, sofort zerstört. Und dieser Guts darf den Beutel öffnen?
Ja, er hat einen magischen Handschuh, mit dem das klappt, ohne dass der Inhalt zerstört wird. Nun gut, dann machen wir uns gleich auf den Weg zum Schloss fahren. Viel Erfolg und öffnet nicht den Beutel. Ja, ja. Quatschkopf. Du bist meine Sahnetorte, Erlebnis eines Bäckers, das kenne ich. Davon habe ich viele Exemplare. Habe ich nicht total romantisch. Ich frage mich ja schon, was in dem Beutel drin ist. Er hat Blutflecken auf der Außenseite. Ziemlich suspekt. Und glaub doch nicht den Unsinn, dass der Inhalt beim Öffnen des Beutels zerstört wird. Das kann er vielleicht irgendwelchen naiven Laufburschen erzählen. Wir könnten ihn aufmachen, aber dann wird der Kerl uns keine Belohnung mehr geben. Du kannst den Beutel im Inventar unter Schlüsselgegenstände benutzen, um einen Blick hineinzuwerfen. Doch das wird Konsequenzen haben. Oh mein Gott. Dann machen wir das natürlich. So, mal schauen, was sich hier drin befindet. Ob das eine gute Idee ist. Das ist eine abgeschnittene Hand mit einem Ring am Finger. Was zum Teufel soll das? Git. Dieser Gothgar will ganz offenbar eine Botschaft überbringen. Ich vermute mal, der Vampir in Schloss Fahren kann mit dem Ring etwas anfangen. Und nun? Also so wie ich das sehe, haben wir zwei Optionen. Wir nehmen einfach den Ring und lassen es gut sein. Der Ring ist eindeutig magisch und wird sicherlich sehr nützlich sein. Oder wir überbringen den Beutel. Ich denke, wir sollten herausfinden, was das alles auf sich hat. Ich denke, das sollten wir tun. Was, wenn wir damit in große Schwierigkeiten geraten? Ich will wissen, was es mit diesem Beutel auf sich hat. Fliegen wir zum Schloss Fahren und suchen diesen Vampir-Götz. Na, da bin ich mal gespannt, was wir noch für abgeschnittene Körperteile entdecken. Haha, ein Pimmel. So viel zum Thema, der Inhalt löst sich auf beim Öffnen des Beutels. Wir dürfen uns wohl noch auf diverse andere Lügen hierbei gefasst machen. Ja, der Reiz des Unbekannten. Dann müssen wir nach Dings fahren. Sind hier nicht die Leiden des jungen Walner? Die Leiden des jungen Walner. Wer zum Teufel schreibt ein Buch über mich? Wer weiß. Ich glaube, das war Elaine, oder? Die einzige, die nur über Walner redet. Na gut, die anderen Vampire kennen ihn wohl auch. Vom Erzählen her. Malia, geh mal vom Schrank weg. Komm kuscheln jetzt. Integrität ist mein Geschäft. Eine Metapher über einen Wurm, der zwischen Igeln lebt. Nice. Boah, wie viele Lebensangst gibt's denn hier? Angst. Ist das Random Loot? Ich glaub schon. Wo soll das alles nur enden? Wir sind nur noch so wenige. Und nun leben wir hier mit Asghars ausgestoßenen Vampiren. Ob man ihnen wirklich trauen kann? Elaine, ihr seid am Leben? Wir dachten, Asghar hätte euch getötet. So leicht mache ich es ihm nicht. Das könnt ihr mir glauben. Das ist gut. Ich wünsche, dieser Krieg wäre endlich vorbei. Auch wenn ich euch gerne dabei unterstützen würde, wäre ich doch lieber als Mensch gestorben. Du warst immer dagegen, Vampire zu erschaffen. Es muss schwer für dich gewesen sein, dazu gezwungen zu sein. Ich wünschte, ich wäre für dich da gewesen. Schon gut, Walner. Ich danke dir. Oh. Ich bin froh, dass ihr wohlauf seid, Elaine. Ich werde weiter über diese Stadt wachen. Ich danke dir. Hallo, können Sie das bitte sein lassen? Ja. Ah, mein Hinterkopf juckt, komm da nicht dran. Oh, ich wollte doch nicht suchen, ich wollte doch Sachen machen. Hier, vielleicht kommt der ja mit. Kein Dietrich mehr, oder? Und ohne Dietrich können wir das auch nicht ändern. Verdammt. Danach erfinde ich noch eine Art Gerät fürs Gesicht, das die Augen vor der Sonne schützt. Oh ja, diese Idee ist genial. Gibt's schon.
Das hier wird mein neues Labor. Dafür ist es einfach perfekt. Ach, was soll's. Was für ein Labor. Ich plane mittels verschiedener Chemikalien eine Lösung dafür zu finden, dass Vampire der hohen Generation nicht in der Sonne existieren können. Es soll so eine Art Gelee für die Haut werden, das Sonnenstrahlen abwehrt. Wow. Euch ist klar, dass das total verrückt klingt? Vielleicht. Aber alles ist so lange unmöglich, bis es jemand tut. Solltet ihr das hinbekommen, wäre das jedenfalls etwas, was euch aus den Händen gerissen werden würde. Als ersten Schritt muss ich aber erstmal ein anständiges Labor hinbekommen. Da entschuldige mich bitte, ich muss weiter planen. Na dann, viel Erfolg. Ihr solltet aber die ersten Tests nicht unbedingt an euch selbst durchführen. Könntet euch uns aber auch anschließen und sicherstellen, dass der Krieg bald vorbei ist. Als Held bekämpft ihr sicher mehr Unterstützung für euer Produkt. Nein, danke, das schaffe ich schon. Boah, ey. Die wollen alle nicht. Naja, es gibt noch genug andere Vampire. Oder wir kommen bald zurück und dann ist er fällig. Ey, Typ. Was? Sie lebt? Yours truly. Herrin, ihr seid zurück. Wir haben einige von Asghars Vampiren aufgenommen, die ihr zurückgelassen habt. Ich hoffe, das war kein Fehler. Das habt ihr gut gemacht. Wenn sie sich gegen Asghar stellen, sind sie hier mehr als willkommen. Das sehe ich auch so. Dürfte ich wieder an eurer Seite kämpfen? Hier fühle ich mich so nutzlos. Gerne. Ich schicke euch in mein neues Versteck und hole euch, wenn ich euch brauche. Yay. Oh, hier ist auch eine Quest. Unten im Schrank. Das darf ich nicht vergessen. Ja. Boah, ey, da kann ja gar nichts. Ach ja, ich erinnere mich. Ich hab. Der Text meinte, dass Ringe eigentlich vom Level her egal sind. Aber dann hatten die doch immer so Stats drauf und die habe ich alle entfernt. Außer die, die halt Stats geben sollen. Hallo, willst du mitkommen? Der süße Vampirmager bringt mir immer Blut. Hihi. Ja, es ist schon toll, Leute mit dem eigenen Aussehen zu beherrschen. Oh Gott. Seid ihr die Speer, die von Amaya beauftragt wurden, die Gegner Soldaten des Heiligen Kreuzzuges zu durchsuchen? Nein. Oh, bedauerlich. Ich würde mich sicherer fühlen, wenn wirklich jemand draußen Ausschau halten würde. Warum macht ihr das nicht selbst? Das ist mir zu gefährlich. Ich bin viel zu hübsch, um von den Soldaten des Heiligen Kreuzzugs geköpft zu werden. Da bleibe ich lieber hier im Keller in Sicherheit. Dieser Keller ist doch nicht sicher. Falls die Stadt vom Kreuzzug angegriffen wird, sitzt ihr in der Falle. Verflixt, das ist ein berechtigter Punkt. Ich sollte mir hier noch ein gutes Versteck bauen. Na dann viel Glück, dass der Heilige Kreuzzug nicht dein hübsches Gesicht beschädigt. Ja, danke. Die Perfektion meines Gesichts ist mir das Wichtigste. Nun, wir haben eine Basis, die viel sicherer ist als dieser Keller. Wenn ihr euch uns anschließt, könnt ihr dort wohnen. Ich glaube euch nicht. Bitte geht. Boah, Pech. Malia, lass den Scheiß jetzt in Ruhe. Dieser verdammte Verräter. Wen erwischen, ziehen wir ihm die Haut ab. Ah. Mit dem Mögelspiel. Wo kann ich denn hinten, wo die nicht drankommt? Irgendwo. Was denn für ein Verräter? Habt ihr es nicht mitbekommen? Zum Teufel seid ihr denn gewesen, als wir diese Stadt erobert haben? Dieser Verräter hat eine Gruppe von uns an den Heiligen Kreuzzug verraten. Er hat unsere Leute in einen Hinterhalt gelockt. Dort warteten die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs. Alle unsere Vampire wurden geköpft und zerstückelt. Das müssen wohl wirklich starke Soldaten gewesen sein, wenn sie eine ganze Gruppe an Vampiren auslöschen konnten. Normalerweise hätten wir diese Gruppe Soldaten problemlos vernichtet, aber dieser verfluchte Yoradus hat ihnen im Kampf auch noch geholfen. Inwiefern geholfen? Das Schwein ist ein Vampirmagier und hat unsere Gruppe mit Stein zerquetscht.
Mit Steinen. Was für ein verdammter Mist. Und wo ist das Problem, ihn zu fangen? Der Kerl hat sich auf einen Abhang im Gebirge nordöstlich von hier verschanzt. Wir haben schon mehrere Vampire dorthin geschickt, um ihn endlich zu schnappen, aber keiner ist zurückgekehrt. Was zum Teufel soll so schwer sein, ihn dort zu töten? Wie wäre es, wenn ihr es herausfindet? Wenn ihr es schafft, gebe ich euch ein paar Dinge, nette Dinge aus unserem Waffenvorrat. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Hört sich ziemlich gefährlich an, wenn so jemand frei herumläuft. Sehr gut. Dieser elende Verräter muss sterben. Okay, Level 20. Die Quest werde ich aber auf Level 35 machen. Erzähle ich dann, wenn ich es nicht vergesse. Genau, Maria, spiel mit dem Kratzbaum. Das ist ein Bild von Elaine. Wo kommt denn das Gemälde hierher? Gute Frage. Das nehmen wir mit. Die meisten Vampire hier scheinen ziemlich verstört zu sein. Es ist dieser Krieg. Er muss endlich enden. Ja, das stimmt. Lecker Wurst. Zuerst stirbt es länger tot, wer hätte das gedacht? Mal nach Zahlen, ein Lehrbuch für Anfänger. Solche Bücher habe ich den Kindern oft gezeigt. Oh. Fleischeslust, humoristische Geschichten aus dem Leben eines Wolfs. Da muss ich an den Zauber der Wolfsverwandlung denken, den wir damals verloren haben. Der traue ich nicht wirklich nach. Fledermäuse sind auch viel nützlicher. Komme, was wolle, das Leben vor der Apokalypse. Ich glaube nicht, dass der Autor geahnt hat, wie die Welt nun aussieht, als er das Buch schrieb. Ja, glaube ich auch nicht. Hey, willst du uns... Oh. Da kann man nicht drauflaufen. Das ist aber nicht so schön. Hä, was soll denn am Kämpfen so schwer sein? Ich fühle mich unbesiegbar. Gleich morgen werde ich den Kreuzzug auf Burg Horan angreifen. Ja, viel Glück. Ich hoffe, der Heilige Kreuzzug greift bald an. Dann kann ich meine neu erlernten Zauber ausprobieren. Und ihr meint, damit habt ihr eine Chance gegen die Soldaten? Ich musste zwar noch nie wirklich gegen welche kämpfen, aber ich habe mich nun lange und intensiv darauf vorbereitet. Ein echter Kampf ist immer anders als jedes Training. Schließt euch uns doch an, dann könnt ihr eure Zauber gegen unsere Feinde testen. Pff, nein, danke. Ihr seht aus wie Schwächlinge. Boah. Ist das eigentlich schlimm, dass nach... Wenn man die Quest fertig hat, diese Überzeugung, die wieder wichtig wird, wahrscheinlich nicht so ganz so gut geplant. Elaine ist zurück. Elaine, seid ihr das? Es tut gut, euch zu sehen. Es ist schön, dass ihr unversehrt seid. Wie habt ihr überlebt? Nach eurer Flucht ist Asghar verschwunden und seine Vampire zurückgelassen, weil sie nicht mehr braucht. Nun haben sie sich gegen ihn gewendet. Sie wahrscheinlich zurückgelassen und hat die angemault, dass sie dumme Idioten sind. Er lässt seine Vampire zurück. Er meinte, sie wären zu schwach, ihm zu dienen. Inzwischen hat er so viele Vampire ohne eigenen Willen. Ziemlich übermütig von ihm, aber das ist nichts Neues. Das muss der Rest unserer Vampire und Menschen. Es tut mir leid, Herren, aber die meisten wurden brutal abgeschlachtet. Ich glaube kaum, dass es irgendwo noch Überlebende gibt. Ja, das dachte ich mir schon. Herrin, ich stehe bereit, falls ihr mich erneut braucht. Danke, wir können jetzt jede Hilfe gebrauchen. Okay. Eine Kiste. Trank der Ewigkeit. Tranks der Ewigkeiten. Oh nein, nicht die! Moment, seid ihr nicht Elaine? Das ist unmöglich. Was kommt jetzt? Ich habe Gerüchte gehört, dass du unzählige Kinder getötet und gefressen hast. Du bist ein Monster. Was zum Teufel ist das für ein Gerücht? Verschwindet sofort. Kinder tötet hat hier in Edirne nichts verloren.
Das war meine Stadt, verdammt nochmal. Ich habe keine Kinder getötet. Beruhig dich, Elaine. Das ist doch nur ein dummes Gerücht, oder? Natürlich ist es das. Kindermörderin. Wir sollten ihm das Maul stopfen. Ja, den überzeugen wir nicht, Penner. Bambini, der Kinderfresser, so ein Dreck. Ja. Wo zum Teufel ist das Buch? Oh Gott, das mit der Elvis. Vielleicht liegt es oben. Wo ist denn das verdammte Buch? Ich muss dieses Ritual beenden und den Dämon beschwören. Ein Ritual? Was? Ihr habt mich belauscht? Eigentlich sind wir eher zufällig hier reingekommen, als ihr von eurem Ritual gemurmelt habt. Das geht euch überhaupt nichts an. Verschwindet gefälligst. Kein Grund, sich gleich aufzuregen. Ich will nicht mehr mit euch reden. Hinweg mit euch. Na schön. Voll der Arsch. Was ist, Elaine? Der Kerl sucht ein Buch über ein Ritual, um einen Dämon zu beschwören. Vermutlich in der Hoffnung, unendliche Macht zu erhalten. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen diesen Dämon vernichten. Da stimme ich dir zu. Wir brauchen nicht noch mehr Vampire, die mit irgendwelchen Mächten herumspielen. Seid ihr sicher? Hört sich ganz schön gefährlich an. Es wird sicher noch gefährlicher, wenn der Kerl das Ritual ausführt. Wir müssen dieses Buch finden. Kleine Tiere, großes Fressen. Noch mehr aus Eichhörnchen und Co. Wenn die Vampire so weitermachen, wird das bald die Wirklichkeit. Oh nein, bitte nicht. Die armen Eichhörnchen. Oh. Bieretikette. Ob sich die brauche, habe ich schon vergessen, wo die alle sind. Was ist denn hier passiert? Die Bücher sind komplett blutverschmiert. Könnte sich darunter vielleicht das Buch befinden, von dem dieser Vampir Elay gesprochen hat? Hier ist eins mit dem Titel Das Ritual des Bösen. Darius denkt sich, oh Gott, ich will nicht mehr. Das ist ein kleiner Feigling. Hier ist von einem geheimen Ritualplatz in einem Sumpf auf einer Insel nördlich von Basalan die Rede. Und steht da auch drin, worum es bei dem Ritual geht? Hier ist das Ritual beschrieben, einen mächtigen Dämon zu beschwören. Dämonen. Und dass man die finsteren Kräfte spüren wird. Das schauen wir uns lieber mal an. Warum gibt es eigentlich keine ungefährlichen Aufgaben? Wie ein Schmetterling fangen. Es braucht niemand so etwas. Wir erinnern uns. Nun. Beinahe denkt sich, das musste ich mal machen. Komm her, Schätzchen, dann schlage ich dir die Rübe ab. Laut Buch rücken die Geschichte einer Meuchelmörderin. Toll. Jetzt haben wir noch eine Quest Level 15. Und wir sind Level 15. Soll die Statue eigentlich Elaine darstellen? Wäre irgendwie süß. Naja, wenn schon keiner Bücher liest, kann ich meine Waren auch in den Regalen verstecken. Oh, heißt das, hier sind Schätze? Ist etwas versteckt? Yay. Das hat sich ja gelohnt. Muskelentspannung durch Sprengelkraut. Nun, der Geruch ist widerlich, da hilft es bestimmt. Aber wir als Vampire brauchen das nicht. Wo Blut fließt, muss auch Bier fließen. Offenbar die Geschichte eines Soldaten. Bäh. Nur wer den Schmerz kennt, kennt auch das Leid. Das muss ich mal lesen. Was ist denn da auf der anderen Seite? Oh, hallo. Blut! Der ständige Geruch von Blut macht mich ganz verrückt. Ja, mich auch. Verrückt nach mehr. Nein, mich macht er ganz nervös. Ich kann gar nicht anders, als dauernd daran zu denken, jemanden auszusaugen. Warum seid ihr dann noch hier? Ja, warum eigentlich? Wo sollen wir das wissen? Ah, dieser Blutgeruch. Und das ist der Moment, in dem wir verschwinden sollten. Könntet euch uns anschließen? Unsere Feinde haben viel Blut. Nein! Wir kommen später wieder. Ach man, Zwiebeldrüse und Leberschaden, Anatomie eines Verbrechens. Was macht dieses Buch hier?
Tja. Ich glaube, wir haben alle Edible Quests. Die Zeit ist ja schon wieder um. Kann ich auf die Uhr geguckt. Gut, dann machen wir hier mal Schluss. Nächstes Mal. Entweder gucken wir uns um oder ich denke, wir machen ein paar Quests, weil die sind schon so niedlich. Und dann schauen wir mal, ob wir Level 20 werden oder noch nicht. Dann auf zur Hauptstory. Bis zum nächsten Mal. Ciao.